Der Beginn meiner Sammelleidenschaft war ein einziges Chaos, hat mich ein Schweinegeld gekostet und ich habe wirklich keinen Plan gehabt. Davon möchte ich euch in diesem Video erzählen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Wer mit Uhrensammeln beginnt, hat entweder einen ganz festen Plan, einen ganz gesicherten Geschmack oder aber er experimentiert rum, so wie ich das getan habe und verbrennt dabei schlechtestenfalls auch noch richtig Geld. So wie ich das getan habe. Bei mir ging das massenhafte Sammeln im Jahr 2010, glaube ich, los, 2011, 12. Kam dann eine ganz furchtbar heiße Phase und von dieser Phase möchte ich euch heute erzählen. Nicht in dem Sinne von, was ich gelernt habe oder was ich behalten habe. Das wäre wirklich zu schwierig für mich, das alles so zu formulieren. Für mich war es sehr einfach, aber nachzuvollziehen, was ich verkauft habe, weil ich das meiste über das Uhrforum verkauft habe. Und da habe ich mir meine alten Verkaufsanzeigen mal rausgesucht, sodass ich euch heute einige der Uhren, die ich in den letzten Jahren verkauft habe, zeigen kann. Ich werde mich konzentrieren auf die Jahre 2011 bis 2015, Zeitraum von 4 Jahren, und da einige Uhren, die, so wie ich finde, exemplarisch sind für mein Sammelverhalten bzw. meinen Lernfortschritt. Ich fange an mit einer sehr günstigen Uhr, eine Quarzuhr von TCM. Ich habe wahrscheinlich 29, 39 Euro dafür bezahlt und habe sie im Endeffekt für 5 Euro im Uhrforum verkauft. Wenn ihr die Bilder jetzt seht, dann wisst ihr, dass das eine ganz typische Uhr für TCM ist. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was mich gereizt hat. Vermutlich war es allein der Preis. Die Uhr hatte 41 mm ohne Krone, wahrscheinlich Kristallglas. Ansonsten kann ich dazu gar nichts sagen. Ich habe sie verkauft, weil ich gemerkt habe, ohne das zum damaligen Zeitpunkt schon genau formulieren zu können, dass der Preis kein Grund ist, eine Uhr zu behalten, sondern bestenfalls ein Grund, eine Uhr zu kaufen. Ebenfalls im Jahr 2011 verkauft habe ich eine Leaf Morris Fliegeruhr. 3 ATM wasserdicht, 42 mm im Durchmesser. Ich wollte immer mit Fliegeruhren rumexperimentieren, weil ich eigentlich der Meinung bin, Fliegeruhren sind nicht hundertprozentig mein Design-Beuteschema. Deswegen habe ich es mit der Uhr getan und habe sie im Endeffekt für 30 Euro wieder verkauft. Muss aber auch sagen, dass hier das gleiche gilt wie bei dem TCM Quarzer. Der Preis ist kein Grund, eine Uhr zu behalten, sondern nur ein Grund, eine Uhr zu kaufen, sodass hier tatsächlich auch diese Uhr gehen musste, weil sie mir nicht wertig genug war für mein Gefühl. Preis-Leistung ist eine ganz andere Sache. Für den Preis war die Leistung vollkommen okay, aber sie hat mich nicht zufriedengestellt im Sinne von dem, was ich von der Uhr erwarte. Und das Design ist auch heute noch nicht 100% meines. Dann kam eine Vostok Amphibia. Ich wollte eine Uhr haben, die so was Brachiales hat. Etwas, wo man sagt, es macht der Uhr nichts aus, wenn was drankommt. Die Uhr hält viel aus und man kann sie auch leicht reparieren. Robustes Werk, Plexiglas. Ja, eine Uhr für die harten Zeiten. Die Uhr fürs Grobe. Ihr kennt den ganzen Scheiß. Am Ende haben mich an der Uhr mehrere Sachen gestört. Es war das Design. Es ist mir einfach, mir fällt kein besseres Wort ein, zu unelegant. Ich bin kein eleganter Typ, aber die Uhr ist nun wirklich brachial unelegant. Also hat mich überhaupt nicht angesprochen. Und was mich genervt hat ohne Ende, ist die wackelnde Krone. Ich weiß mittlerweile, dass das zu der Uhr gehört und dass das auch kein Defekt ist, aber ich fand das unendlich furchtbar, sodass die Uhr mich dann auch im Jahre 2011 für 55 Euro verlassen hat. Ich habe bei keiner einzigen Uhr Gewinn gemacht. Ich habe überall drauf gelegt, mal mehr, mal weniger. Da wir uns bislang aber im extrem Niedrigpreissektor bewegen, ist das auch noch nicht schlimm. Aber es kommen auch noch Uhren,
oder zumindest eine Uhr, nee, zwei Uhren, glaube ich sogar, die einen vierstelligen Einkaufspreis hatten. Und da habe ich dann halt auch im dreistelligen Bereich verloren. Bislang war auch keine Uhr dabei, die ich vermisse oder die ich gerne wieder hätte. Jetzt kommt eine Uhr, der ich echt eine dicke Träne nachweine. Es ist die Poseidon P143. Für mich vereinigt diese Uhr, die ich auch im Jahr 2011 verkauft habe, mehrere Uhren, die in diesem Preissektor, in dem die Uhr damals war, sie lag glaube ich zwischen 150 und 170 Euro im Einkaufspreis, diese Uhr vereinigt mehrere Uhren aus dem gleichen Preissegment mit all den Sachen, die ich klasse finde. Sie hatte die Ziffern der Orient Deep. Sie hatte ein Gehäuse und die Zeiger, die mich an die Citizen ProMaster erinnert haben. Sie war angenehm in der Größe, sie war wasserdicht, sie leuchtete gut. Also sie hat wirklich ganz viele Sachen kombiniert und ich glaube, ich habe sie geopfert, weil ich das Geld brauchte, um mir was anderes anzuschaffen. Und als ich sie wieder haben wollte, da gab es sie nicht mehr. Da hat Poseidon sie aus dem Portfolio genommen und heute gibt es zwar immer noch Poseidon-Uhren, wenn ihr mal schauen wollt, was Poseidon an Uhren heute anbietet, www.taucheruhren.de, zumindest war das vor einem halben Jahr noch so, als ich geschaut habe, aber die P143 ist nicht mehr dabei. Wenn ich sie heute noch mal irgendwo sehen würde, ich glaube, ich würde sie mir sofort wieder kaufen. Verkauft habe ich sie damals für 125 Euro. Der Preis ist deshalb so hoch, weil ich mir damals bei taucheruhren.de sogar ein Saphirglas habe einbauen lassen. Damit lag die Uhr knapp über 200 Euro im Einkauf. Also ich ärgere mich heute wirklich, dass ich die nicht mehr habe, denn die ist für mich wirklich die Kombination aus all dem, was mir im Niedrigpreissektor der ikonischen Taucheruhren gefällt. Und dafür ist sie eigentlich unglaublich unbekannt gewesen und geblieben. Ich hatte auch mal eine Orient Big Deep in Orange. Ich hatte mehrere Orient-Uhren, mehrere Deep, ich weiß es gar nicht mehr. Am Ende hat mich bei allen Orient-Uhren das Logo so dermaßen gestört. Ich fand es furchtbar und finde es heute noch furchtbar, dass alle meine Orient-Uhren wieder verkauft wurden. So auch die Orient Big Deep in Orange. 85 Euro war der Verkaufspreis. Ihr seht also an den ganzen Verkaufspreisen, ich habe immer draufgelegt. Da bin ich nicht mit warm geworden, werde ich auch heute nicht mit warm und werde mir auch keine Orient mehr anschaffen. Dann bleiben wir im Jahr 2011. Ich hatte mal eine Citizen Automatik. Wenn ich mir die Uhr heute anschaue, dann muss ich sagen, es ist eine Uhr, die eigentlich für den Preis wirklich okay ist. Ich finde überhaupt nichts wirklich schlecht an der Uhr. Ich finde aber auch gar nichts, was mich so reizt, dass ich sage, ich möchte sie wieder haben. Verkauft habe ich sie für 80 Euro, hatte das Citizen Automatik Kaliber 8200, war bis 10 ATM wasserdicht, also brachte eigentlich sehr viel mit von dem, wo ich sagen kann, kann ich prima mitleben, gerade in dem Preisbereich. Die letzte Uhr, die ich im Jahr 2011 verkauft habe, beziehungsweise die letzte Uhr, die ich euch heute zeigen möchte von den Uhren, die ich 2011 verkauft habe, war die Steinhardt Ocean 2. Was ist das denn hier? Komplett aus dem Fokus gewesen. Das ist ja Scheibenkleister. Ist die Steinhardt Ocean 2. Die habe ich für 420 Euro verkauft. Eine sehr eigenständige Uhr von Steinhardt, was ich persönlich begrüße. Und da steht im Verkaufstext sogar drin, warum ich sie verkauft habe. Ich habe sie verkauft, weil ich das Geld für die Anschaffung einer neuen, höherwertigen Uhr haben wollte. Und deshalb ist sie gegangen. 43 mm im Durchmesser, ausreichend wasserdicht, Bandanstoß 22 Meter, 300 Meter wasserdicht. Wirklich an und für sich eine sehr schöne Uhr, aber sie ist gegangen als Finanzierung für eine andere höherwertige Uhr. Welche es genau war, weiß ich nicht mehr, aber das war der Grund. Eine Uhr, an der ich eigentlich nicht besonders viel auszusetzen hatte, außer dass die Lünette sich brutal schwer drehen ließ. Ich habe aber auch kein Gefühl, keinen Wunsch, sie mir nochmal anzuschaffen. Die ist gegangen und das war dann auch in Ordnung so.
2012 ging es weiter. Da habe ich eine Hamilton Khaki Field Titanium verkauft. Ebenfalls als Finanzierung für eine höherwertige Uhr. Wenn ich das jetzt hier so lese, was ich an Uhren verkauft habe, mir den Zeitraum anschaue, es könnte sein, dass es um die Omega Speedmaster ging oder die Rolex Submariner. Eine von den beiden ist es wahrscheinlich gewesen, die ich mir mit diesen Uhrenverkäufen finanziert habe. Verkauft habe ich sie für 360 Euro. Ich vermute, hier habe ich auch 100, 150 Euro mindestens verloren. Eine Uhr bis 10 ATM wasserdicht, 20 mm Anschlussbreite, 42 mm im Durchmesser. Alles klasse, aber schwarz beschichtet auf Titan ist echt brutal anfällig und würde ich mir so nicht nochmal holen. Wenn es nochmal eine Khaki Hamilton Khaki Field wird, dann würde es eine reine Stahlversion werden, aber nicht Titan schwarz beschichtet. Wenn Titan, dann definitiv ohne Beschichtung. 2012 habe ich eine weitere Uhr verkauft, und zwar die Hamilton Spirit of Liberty für 750 Euro. Ich weiß noch genau, der Einkaufspreis, den ich bezahlt habe, lag über 1000 Euro. Eine richtig dicke Uhr für meine damaligen Verhältnisse, 42 mm im Durchmesser, als Chrono entsprechend hoch. Als ich sie gekauft habe, war das für mich das Nonplusultra der Uhr. Und ich habe gedacht, nach dieser Uhr brauchst du nie wieder eine andere Uhr. Sie deckt alles ab, was denkbar ist. Wasserdicht bis 10 Bar, ein Chrono, sieht elegant aus, aber als Chrono etwas sportlich. Mit Hamilton auch ein guter Name dahinter. Am Ende hatte ich mich an der Uhr schlicht und ergreifend satt gesehen. Sie war für mich nach einiger Zeit nicht mehr so aufregend wie beim Kauf. Und auch heute verspüre ich überhaupt keinen Wunsch, die Uhr nachzukaufen. Ich vermisse sie nicht. Alles gut, das hat so gepasst. Jetzt machen wir einen größeren Sprung, weil mir schlicht die Dokumentation fehlt. Komm ins Jahr 2015 und da habe ich eine Uhr verkauft, die mich heute noch massiv ärgert, dass ich sie verkauft habe. Und zwar geht es um die Seiko Presage SARX 015. Eine richtig tolle Seiko. Wirklich richtig super. Das Blatt ist aufregend gestaltet. Das Band war super. Sie war wasserdicht. Sie hatte auch schon das für Seiko damals bessere 6R15-Werk verbaut, mit Sekundenstopp. Das Glas hatte Saphir. Also wirklich richtig klasse. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, lag der Einkaufspreis damals um die 480 Euro. Kommt das hin? Ich glaube, ja. Ich habe sie damals verkauft für 360 Euro und habe relativ schnell nach dem Kauf gemerkt, dass ich sie vermisse. Mir fehlten aber die Flocken, um sie unmittelbar nachzukaufen. Und als ich die Flocken hatte, gab es die Uhr nicht mehr. Und ich weiß nicht warum, die Uhr ist relativ selten. Ich habe sie als wirklich sehr gute Gebrauchte nicht mehr gefunden. Und mittlerweile habe ich ja meinen Unfrieden mit Seiko gefunden, sodass ich auch beim Nachkauf einer Seiko vorsichtig bin. Aber das ist eine Uhr, das habe ich unglaublich lange bedauert, dass ich sie verkauft habe. Und jetzt kommen wir zur allerersten Uhr, die ich verkauft habe, die ich gekauft habe. Meine erste Uhr aus der Sammelleidenschaft. Und das ist wirklich der größte Lernschritt, den ich gemacht habe. Es handelt sich um eine Bloom Ocean Dweller Automatik mit Saphirglas. Ich habe sie gebraucht gekauft. Ich glaube, ich habe 90 Euro, 95 Euro dafür bezahlt, habe dann im Verkauf 25, 30 Euro bekommen. Eine Uhr, die wirklich das getan hat, was sie sollte. Sie hat die Zeit angezeigt, mit 44 mm angenehm proportioniert. Sie war wasserdicht, aber am Ende war sie mir um so vieles zu nah am Original, dass es mir einfach keinen Spaß gemacht hat, sie zu tragen. Warum ich das Original auch nicht mochte, beziehungsweise auch verkauft habe, das zeige ich euch in dem Video, was ich am Ende verlinke.
Insofern habe ich weder das ganz billige Look-alike gehabt, was mich glücklich gemacht hat, noch das Original der Rolex Submariner. Keine dieser Uhren ist bei mir und ich bin absolut rundrum glücklich und zufrieden damit. In diesem Sinne wäre ich mörder interessiert, was euer Weg war, was ihr verkauft habt, was ihr dabei gelernt habt und was ihr bedauert. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Tschüss, euer Axel.